ich war sehr naiv, dass ich gedacht habe, dieses eine Mal ungeschützten Sex, da wird schon nichts passiert sein. Und bin dann von da aus zu der Anlaufstelle und habe schon gedacht, oh Gott, ich habe jetzt selber irgendwie Blutkrebs. Und habe dann leider erfahren, dass ich HIV-positiv bin. Ich hatte wirklich trotzdem Angst, dass ich diskriminiert werde. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu Flocati Beach, der Talkshow über Gemeinsamkeiten. Mein Name ist Dominik. Ich freue mich, heute hier auf dem Reeperbahn-Festival auf der TinCon diesen Panel moderieren zu dürfen. Zu einem sehr wichtigen Thema, über das in unserer Gesellschaft leider noch viel zu wenig gesprochen wird. Über ein Thema, über das sehr viel Unwissenheit herrscht. Über HIV. Vielleicht einmal die Definition. Was ist HIV? HIV bedeutet humanes Immundefizienzvirus. Und es ist ein Virus, der das Immunsystem schwächt. Und wenn man HIV nicht behandelt, dann ist der Körper irgendwann so geschwächt, dass AIDS ausbricht. AIDS ist die Krankheit und an AIDS kann man sterben. Zum Glück ist aber die Medizin heute schon so weit fortgeschritten, dass es nicht mehr zu dem Punkt kommen muss, dass AIDS nicht mehr eintreten kann, dass Menschen mit HIV ein ganz normales Leben leben können, so wie alle anderen auch. Dass aber so viel Unwissenheit über dieses Thema herrscht, ist ein Problem in unserer Gesellschaft und dadurch werden HIV-positive Menschen halt immer noch diskriminiert. Und deswegen möchte ich heute mit wunderbaren Gästinnen darüber sprechen, die sich bestens mit diesem Thema auskennen. Herzlich willkommen, Julia Frömer. Hallo. Bastian Castillo und Ahmed Nissi. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Möchtet ihr euch einfach mal kurz selbst vorstellen? Julia, fang du doch an. Ja, gerne. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Das ist heute für mich wirklich ein ganz, ganz großer persönlicher Schritt auch. Ja, ich bin Julia, 31 Jahre alt, studiere Agrarwissenschaften an der Universität in Bonn. Und weiß seit 10 Jahren, dass ich HIV-positiv bin. Ja. Ja, bonjourchen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Bastian Castillo, ich bin 32 Jahre alt aus Berlin und bin seit 2013 HIV-positiv. Und der ein oder andere kennt mich vielleicht auch aus der Reality-Show Prince Charming. Darüber werden wir auch noch sprechen. Herzlich willkommen. Ahmed. Ja, mein Name ist Ahmed Minissi. Ich bin 33 Jahre alt, wohne derzeit noch in Stuttgart, bin seit 2016 HIV-positiv. Von Beruf freiberuflicher her Make-up-Artist und Maskenbildner und mache eigentlich alles, was mit Haaren und Make-up zu tun hat. Aktuell passieren da auch gerade ein paar Sachen, die sehr, sehr spannend sind aus dem TV, wo ich mit Make-up zu sehen sein werde und mache aber auch schon seit einer Weile jetzt HIV-Aktivismus und war letztes Jahr auch Gesicht der Kampagne der Deutschen AIDS-Hilfe. Ihr habt es ja schon erzählt, ihr wisst noch ganz genau, wann ihr eure Diagnose bekommen habt, weil das natürlich auch ein besonderer Tag, eine besondere Phase in eurem Leben war. Möchtet ihr vielleicht mal erzählen, Bastian, wie war das bei dir? Was wusstest du von HIV und wie kam es dazu, dass du einen HIV-Test überhaupt gemacht hast? Zum Test kam es damals, weil ich in einer Beziehung war und wir mal darüber geredet hatten, dass wir ungeschützten Sex mit einer anderen Person hatten. Er hatte es, so wie halt auch ich. Wir beide hatten aber nie einen HIV-Test danach gemacht, weil zum einen, er war sich so ziemlich sicher und ich war sehr naiv, dass ich gedacht habe, dieses eine Mal ungeschützten Sex, da wird schon nichts passiert sein. Aber nichtsdestotrotz hatte denn mein Partner eigentlich so drauf gepocht, dass wir dann diesen Test machen. Und dann haben wir den Test halt gemeinsam gemacht und bei ihm kam dann halt raus negativ und bei mir kam dann halt das positive Testergebnis. Und es war definitiv, ich sag mal, es ist wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht, weil du eigentlich wirklich überhaupt nicht damit rechnest. Und mir fehlte in diesem Moment einfach diese Gedanken, die dir dann in diesem Moment in den Kopf gehen, verschlagen dir einfach die Sprache. Und man fragt sich dann natürlich so ziemlich in diesem Moment, wie wird jetzt eigentlich mein Leben weitergehen? Weil zu diesem Zeitpunkt, so dumm ich halt war, war ich natürlich total uninformiert über diese ganze Sache, über HIV und über AIDS. Und deshalb war die Diagnose umso schockierender für mich, zu diesem Zeitpunkt.
Wie war es bei dir, Ahmed? Also natürlich kann man da sagen, gerade in queeren Kreisen ist ja. man stärker aufgeklärt, aber war das bei dir auch so? Also ich war tatsächlich aufgeklärt, aber weil ich in der Realschule schon für den Welt-AIDS-Tag immer die Teddys mehr oder weniger für Spenden verteilt habe und die Spendendose aufgestellt habe und da eigentlich schon ein bisschen Aufklärungsarbeit für die AIDS-Hilfe Tübingen damals gemacht habe. Was aber nicht heißt, dass ich nicht genauso dumm sein kann, weil als ich meine Diagnose dann bekam, ich war tatsächlich, ich habe mich regelmäßig testen lassen und kam dann aus einer Beziehung raus, da war auch ein Test und da war alles noch gut und jetzt Zeit später war ich dann Blutspenden, obwohl wir Homosexuellen ja immer noch nicht, also jetzt mittlerweile ja ein bisschen, aber eigentlich auch immer noch nicht, Blutspenden dürfen. Und in diesem Spenden wurde das Blut dann getestet und da kam dann raus, dass ich HIV-positiv war. Und ich war zwar aufgeklärt, im ersten Moment war mein Hirn wirklich erstmal komplett luftleer und keine Geräusche, es war wirklich so Sound of Silence, du hörst nur so diese Grillenzirpen im Kopf. Und ich war erstmal komplett so, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Bis ich es dann realisiert habe, dann war der erste Gedanke in meinem Kopf wirklich, okay, du wirst für immer Single bleiben, was ja bescheuert ist. Ich meine auch nicht solche Sachen wie, okay, ich werde sterben, was ja auch lächerlich ist unter den heutigen Voraussetzungen, sage ich mal. Und war aber trotzdem, ich hatte wirklich trotzdem Angst, dass ich diskriminiert werde und musste mich selber erstmal nochmal informieren, was geht da eigentlich gerade ab, was passiert, was ist der aktuelle Stand, weil zwischen der Zeit, wo ich diesen Aktivismus damals in der Realschule betrieben habe, bis zu dem Zeitpunkt sind knapp 10 Jahre vergangen, da hat sich viel verändert und ist viel passiert und dann aber zu wissen, dass es heute kein Problem mehr ist, das hat mir schon gut geholfen, ja. Das haben ja viele. Viele haben eben noch das Bild von den 90ern im Kopf, à la Philadelphia, quasi im Bett, kranke Menschen, die im Bett liegen und nicht mehr lange zu leben haben. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Julia, du als heterosexuelle Frau, es ist ja tatsächlich, so kann man sagen, so, dass gerade heterosexuelle Kreise da noch viel weniger aufgeklärt sind, weil immer noch das Gerücht herrscht, das betrifft ja nur die Schwulen. Das ist eine Schwulenkrankheit, wurde das früher genannt. Schwulenseuche. Ja, Schwulenseuche. Letztendlich führt aber auch diese Unwissenheit dazu, dass sich inzwischen immer mehr heterosexuelle Menschen infizieren, weil sie eben sich da noch viel, viel weniger mit auseinandersetzen. Was wusstest du denn über HIV und wie kam es bei dir dazu, dass du zum Test gehst? Genau, bei mir war das ehrlich gesagt, das war so, ich war damals in einer Beziehung mit einem Mann und ich habe vorab tatsächlich einen Test gemacht, der negativ war. Und ich habe mich damals für die DKMS-Spende beworben und bin in die engere Auswahl gekommen und habe dementsprechend dann nochmal mein Blut abgeben lassen. Man muss dann nochmal so ein paar Röhrchen abgeben, damit auch wirklich alles stimmt. Und dann habe ich eine Woche oder zwei später einen Anruf bekommen, dass was mit meinem Blut nicht stimmt. Und ich bin damals dann, also ich wohne in Köln und bin dann von da aus zu der Anlaufstelle und habe schon gedacht, oh Gott, ich habe jetzt selber irgendwie Blutkrebs. Und habe dann leider erfahren, dass ich HIV-positiv bin. Also ich habe mich tatsächlich in meiner damaligen Beziehung angesteckt, obwohl ich vorher einen Test gemacht habe. Und mein erster Gedanke war wirklich auch, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Zirpen. Also ich hatte wirklich einen Tunnelblick und dachte echt, also das kann jetzt nicht wahr sein. Und für mich ist in dem Moment eine Welt zusammengebrochen und habe auch gedacht, mein erster Gedanke war, ich sterbe. Also ich hatte damals natürlich schon so dieses Bild HIV und AIDS und hatte damals auch Mach's mit Poster bei mir im Zimmer. Aber ich war definitiv auch sehr unaufgeklärt in dem Bereich und ja, es war für mich ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Und so ist der ganze Stein dann ins Rollen gekommen. Und hattet ihr Menschen, denen ihr euch anvertraut habt, dann du, Julia? Tatsächlich am Anfang eher wenig. Also bei mir war das ein sehr, sehr langer Prozess, bis ich dann überhaupt angefangen habe, mich Leuten anzuvertrauen, weil es halt damals auch sehr schwierig war durch meine Beziehung und aus dem Umfeld, aus dem wir kommen. Also wir kommen halt aus einer Kleinstadt und damals war es dann wirklich auch so, dass mir dann schon auch ein bisschen gesagt wurde, so bitte nicht breit treten, das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn sich das nach außen trägt und so und auch Stigmatisierung und natürlich auch so ein bisschen den Ruf bewahren, ne? Das ist ja dann auch schwierig. Es war halt sehr, sehr schwer und letztendlich habe ich mich dann irgendwann aus dieser Beziehung gelöst, wobei ich auch Angst hatte, dass ich für immer Single bleibe und deswegen war das auch sehr, sehr schwierig, sich aus dieser Beziehung zu lösen, aber danach habe ich angefangen, auch durch Therapie mich Leuten anzuvertrauen, was für mich eigentlich das Schönste war, weil ich habe so ein tolles Umfeld, also ja, das hat mich sehr viel Mühe gekostet und sehr viel Angst, aber letztendlich war das alles total für die Katz. Also ich hätte mich viel früher öffnen sollen. Okay. Genau.
Ahmed, wie bist du damit umgegangen? Bist du gleich offen damit umgegangen oder wie war so dein Verlauf? Also ich hatte den Vorteil, dass als ich damals eine Nummer auf meinem Handy hatte, erstmal eine Nummer unbekannt und dann kam eine WhatsApp hinterher von meiner Hausärztin damals, weil die natürlich in Kontakt getreten sind, also die Uniklinik Tübingen damals mit ihr nach der Blutspende. Und ich hatte ihr dann angerufen, ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Berlin mit meinen zwei Besties. Das heißt, ich war wirklich tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo die Diagnose kam, nicht alleine. Wir waren gerade auf dem Weg, wieder zum Flughafen zurückzufliegen. Und die haben natürlich sofort gesehen, dass mein Gesicht erstmal komplett entglitt und so sämtliches Blut aus meinem Gesicht verschwand. Und dann war klar, es bringt jetzt nichts, da irgendwie es zu verheimlichen. Ich habe es dann auch gesagt, habe dann aber auch dazu gesagt, ich möchte eigentlich gerade nicht drüber reden, weil einfach auch nichts in meinem Kopf war. Das war aber ganz gut, dass ich da nicht alleine war. Und in die ersten Wochen habe ich wirklich auch für mich gebraucht, muss ich sagen. Ich bin ein sehr offener Mensch und ich trage auch mein Herz auf der Zunge. Aber dieses Thema war für mich wichtig, erstmal selber ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das heißt, auch fachlich sich besser auszukennen. Weil wenn du dann nach außen trittst an deine Familie, deine Freunde oder deine Bekannten, dann kannst du auch argumentatorisch viel besser, sage ich mal, aufklären. Weil die Leute haben natürlich dieselben Ängste, die ich auch damals hatte. Das heißt, es ist immer besser gewesen oder für mich in dem Fall in der Situation besser gewesen, erstmal ein bisschen Zeit zu nehmen, mit dem Fakt klarzukommen. Und wie gesagt, die zwei Besties wussten es eh, also ganz alleine war ich nicht. Deswegen vollsten Respekt, dass du das so lange für dich erstmal alleine gemacht hast. Ich glaube, ich wäre durchgedreht, wenn du den Fakt mit dir alleine rumtrinkst erstmal. Bin ich auch. Genau, und so kam das dann, ja, glaube ich dir, und so kam das dann ins Rollen. Und dann hatte ich so einen Mental Breakdown mit komplettem Ausrasten und habe meiner Familie dann an den Kopf geworfen, dass ich halt HIV-positiv bin, so als Beleidigung irgendwie, obwohl es Schwachsinn war. Und das war dann okay auch für die, auch weil ich sie dann aufgeklärt hatte. Ja. Und irgendwann habe ich entschieden und beschlossen, dass ich nicht mehr leise sein möchte, sondern laut, und habe dann angefangen mit Aktivismus. Das hat mir auch nochmal geholfen, das Ganze besser zu verarbeiten, wirklich. Ja. Ja. Danke. Und es ist eigentlich absurd. Ne? Also ich glaube, dass wir wissen natürlich, dass dass HIV im Grunde genommen heute eigentlich kein Thema mehr sein müsste, weil unter Medikation HIV auch noch nicht mal mehr übertragbar ist. Also N gleich nicht ansteckbar. Das ist eine wichtige Information, die aktuell nur 30% der Bevölkerung in Deutschland wissen. Das ist aber eine Information, die einfach dieses Stigma sehr stark entlastet oder entlasten würde, wenn das einfach alle Leute wissen würden. Letztendlich ist aber Dating auch immer wieder eine schwierige Sache, wie ich das mitbekomme. Und du bist sogar öffentlich, hast du gedatet, bist deine Dating-Show gegangen und du hattest da eigentlich einen Plan, oder? Mit einem Plan in eine Dating-Show zu gehen, das funktioniert eh eigentlich fast gar nicht. Du hattest schon einen übergebauten Plan, oder? Du wolltest schon irgendwie auch aufklären, so hatte ich das. Das definitiv. Mhm. Das war auch so ein Grund, weswegen ich mich ja bei Prince Charming angemeldet habe, weil mir wirklich aufgefallen ist, dass in den letzten Jahren ist die Aufklärungsarbeit zurückgegangen. Mhm. Und das erfährt man halt, oder das spürt man dann am meisten natürlich, wenn man einfach Leute datet, ganz normal in Kontakt tritt, entweder so persönlich oder halt über Dating-Apps oder Ähnliches einfach, dass man miterlebt, dass Personen sagen, wenn sie sehen, dass man selber HIV-positiv ist, unter der Nachweisgrenze logischerweise, dass sie einem ignorieren, oder dann kommen auch schon mal Kommentare wie zum Beispiel, dass sie einfach gerne eher was mit Personen haben, die auf PrEP sind. Und irgendwann ist dann halt so ein Punkt, wo du denkst, so, boah, das reicht. Ne? Und, kannst du erklären, was PrEP ist? Also PrEP ist eine der Safer-Sex-Methoden, die halt vermeidet, dass eine HIV-negative Person sich mit HIV infiziert. Das ist quasi eine Tablette, die sehr ähnlich ist zu unserer Tablette, die man täglich oder anlassbedingt einnimmt. Und dadurch kann sich das HIV-Virus nicht in deinem Körper ausbreiten. Mhm. Genau. Und ich habe mich dann halt bei Prince Charming angemeldet, weil mir auch aufgefallen ist, dass in der Öffentlichkeit es fehlt noch an Personen, die über dieses Thema HIV Sichtbarkeit allgemein reden, die einfach auch Sichtbarkeit zeigen. Weil inzwischen, dank der Forschung, dank der Medikation, ist es nun mal so, dass HIV-positive Menschen sich auch nicht schämen müssen, eigentlich HIV-positiv zu sein, weil von uns geht keine Gefahr mehr aus. Und so habe ich mich dann halt angemeldet und ich habe auch gleich von Anfang an gesagt, ich bin HIV-positiv und ich habe auch kein Problem damit, darüber zu reden. Bin dann
zur Reality-Show gegangen und dann kam ich natürlich nicht dazu, darüber zu reden, weil mein Kopf dann im Weg war. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was viele HIV-positive Menschen haben. So, wenn sie jemanden kennenlernen, wenn sie mit jemandem intimer werden wollen, diesen Moment zu finden, wann sage ich jetzt, dass ich HIV-positiv bin? Und du willst nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hi, ich bin Bastian, ich bin HIV-positiv. Und das Problem ist halt auch, du versuchst, diesen richtigen Moment abzupassen, einen intimeren Moment zum Beispiel, einen ruhigeren Moment, wo es halt irgendwie nicht so awkward sich anfühlt, das zu sagen. Ne? Aber diese Momente, die kommen halt auch nie. Es gibt halt nicht diesen richtigen Moment. Und so war es bei mir dann halt auch bei Prince Charming, dass ich einfach zu verkopft war, weil ich einfach wieder gedacht habe, wann sage ich das am besten, wie sage ich das am besten. Immer auf diesen richtigen Moment hoffen, aber der kommt halt einfach fast nie. Gibt's nicht. Was hältst du für den richtigen Moment, Ahmed, in solchen Situationen? Ich finde, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Man muss ein bisschen differenzieren, was für eine Situation es letzten Endes ist. Wenn es bei mir zum Beispiel, bevor ich meine, jetzt bin ich in der Öffentlichkeit, auch mit der ganzen Thematik in der Öffentlichkeit, jetzt brauche ich es nicht mehr verheimlichen, weil jeder Mensch in Deutschland quasi weiß, ich bin HIV-positiv und das ist auch okay so. Aber damals, als ich noch gedatet habe, habe ich so ein bisschen differenziert in Sex-Dating und romantisches Dating. Und bei Sex-Dating ist es so ein Fakt, rein rechtlich gesehen, das ist ja so, wir müssen ja nicht darüber reden, weil wir nicht ansteckend sind. Die moralische Situation ist natürlich eine andere. Und ich habe es irgendwann jetzt sowieso dann reingenommen in die Profile, aber ich habe mir, wenn es um Sex ging, war es für mich so, kam es auf den Vibe drauf an. Als ich in Hamburg zum Beispiel gelebt habe, 6 Monate, waren die Männer total aufgeklärt. Da war das eine Frage, die sofort auf den Tisch kam. So, hey, wie ist dein HIV-Status? Ja, ich bin positiv. Ja, cool, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Ich war tiefenentspannt. Köln war da auch super entspannt. Stuttgart, meine Heimatstadt, quasi extrem verklemmt. Also die sind super auf Anti-I, du Seuchenschleuder und du bist eklig und was weiß ich was irgendwie. Deswegen war das immer so ein bisschen differenzieren, so will ich mir das jetzt überhaupt geben, weil ich es ja nicht mal mir geben muss oder lasse ich es lieber. Und beim romantischen Dating ist es tatsächlich so, es ist ein Fakt, den ich relativ schnell einfließen lasse, weil ich empfinde es als ehrlich sein und ich finde, wenn es wirklich in eine einschlägige Richtung geht, möchte ich nicht irgendwann an einen Punkt kommen, wo die Person dann sagen kann, ja, warum hast du es mir nicht gesagt? Ich möchte, dass ich eigentlich direkt mit den Informationen in dieses Kennenlernen reingehe, damit sie noch überlegen könnte, sie möchte doch nicht, was meistens nicht passiert, weil aus dem Gespräch heraus checken die Leute, wenn sie nicht aufgeklärt sind, relativ schnell, dass es ja so gar kein Thema mehr heutzutage ist durch unsere Medikamentation, auch generell die Behandlungsmöglichkeiten oder auch die Schutzmöglichkeiten für HIV-negative Menschen und dementsprechend ist es relativ entspannt gewesen, ja. Was machst du so Erfahrungen in der Hetero-Welt? Ich finde auch, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, wann der richtige Zeitpunkt ist. Also eigentlich ist es bei mir eher so ein Gefühlsding gewesen. Also jetzt, ich bin in einer Beziehung und habe das nicht am Anfang gesagt, sondern dann, als ich gemerkt habe, da kommen doch dann schon romantische Gefühle auf, dann habe ich es erzählt. Aber ich finde, das ist super individuell und ich finde, man kann das überhaupt nicht verallgemeinern. Also ja, das ist super schwierig, aber ich muss Gott sei Dank sagen, dass ich da jetzt noch nicht die negativen Erfahrungen gemacht habe. Man hat natürlich immer Angst, zurückgewiesen zu werden, aber naja, letztendlich, wenn man zurückgewiesen wird, ist es wahrscheinlich auch einfach nicht die richtige Person an der Seite. Aber ja, ganz, Amen. Ganz, ganz schwieriges Thema und also ich glaube, das ist wirklich ganz individuell, wie man damit umgeht und ich bin auch jemand, also eher jemand, der das Herz auf der Zunge trägt und dann doch das Gefühl hat, es schnell sagen zu wollen. Aber ich glaube, das ist jedem individuell überlassen. Und wie du auch schon gesagt hast, ist es überhaupt nicht in unserer, also wir sind nicht verpflichtet, es zu sagen. Und ich finde, wenn man da verantwortungsbewusst mit umgeht, dann ist das auch etwas, das darf man frei entscheiden aus sich heraus. Genau. Also ich glaube, wir sind da alle sehr verantwortungsbewusst und sind uns unseres Zustandes bewusst. Ja. Was würdet ihr denn allgemein sagen, wenn wir jetzt aber darüber reden, klar, wir werden ein langes Leben haben, wie alle anderen auch. Es gibt in den meisten Fällen diese eine Tablette, die ihr noch nehmen müsst. Wo ist denn HIV sonst noch ein Thema für euch? Soll ich anfangen? Wenn du magst. Boah, also auf jeden Fall, ich meine, ich bin jetzt in einer Beziehung, aber das ist definitiv eins der größten Themen, wenn man sagt, okay, ich fange an, mich zu verlieben, wann sage ich es? Ich glaube, das ist wirklich so etwas, das ist dann sehr präsent und unterschwellig irgendwie immer als Angst und Sorge da. Ansonsten, ich sage es immer, wenn ich zum Arzt oder zur Ärztin gehe direkt. So im Alltag, muss ich sagen, belastet es mich wirklich gar nicht, bis auf die eine Tablette, die ich halt am Tag nehme, die erinnert mich natürlich daran. Und
Ich würde sagen, schon so im Freundeskreis, wenn so Themen aufkommen, also ich hatte das jetzt in der Vergangenheit mal, dass so Themen aufkommen wie One-Night-Stands oder so, da kann ich nicht an mich halten, wenn jemand sagt, huch, ich habe das Kondom vergessen oder er wollte das Kondom nicht nutzen. Da muss ich sagen, da werde ich innerlich nervös und da, das ist sowas, das begleitet mich im Alltag. Aber sonst, bis auf meine Psyche, die bis vor ein paar Jahren noch sehr angeschlagen war, was ich Gott sei Dank überwunden habe und jetzt auch mit diesem Schritt nochmal irgendwie für mich abschließen möchte, beziehungsweise in die Öffentlichkeit treten möchte, belastet es mich in meinem Alltag wirklich 0,0. Mhm. Also da muss ich echt sagen, mit der Tablette und, also wir können ein ganz normales Leben führen. Mhm. Mein Arzt sagt sogar immer, du bist eigentlich gesünder als jeder andere, weil ich halt einfach alle 3 Monate zum Arzt gehe und komplett durchgecheckt werde. Ja, klar. Wo siehst du da noch Bedarf in der Gesellschaft oder also nicht Bedarf in der Gesellschaft, aber für dich, wo ist das noch ein Thema für dich? Ja, also tatsächlich auch eigentlich nur so, wenn ich morgens meine Tablette nehme, das ist so ein Punkt. Dann, wenn ich Aktivismus betreibe und aktiv natürlich darüber spreche, ansonsten begleitet es mich tagsüber irgendwie so gar nicht und so täglich auch nicht. Wo es ein Faktor ist, und das hat Julia gerade schon angesprochen, ist natürlich, wenn man zu ÄrztInnen geht, wir sind verpflichtet, dort müssen wir es ansprechen, weil es geht einfach, also wir sind ja nicht ansteckend, aber die rein rechtliche Situation ist, wir müssen es angeben im Anamnesebogen. Und da ist es tatsächlich so, dass da würde ich mir auch noch einige Verbesserungspunkte wünschen, denn gerade im Gesundheitssystem haben wir massiv immer noch Probleme, was Diskriminierung angeht. Mhm. Also ÄrztInnen oder PflegerInnen, die anfangen, 3 Paar Handschuhe anzuziehen, demonstrativ vor der Person oder dann auch die Person ins Seitenraum reinnehmen und sagen, ach ja, der ist übrigens HIV-positiv. Und wenn ich sowas merke, dann steche ich richtig in dieses Wespennest rein, dann provoziere ich auch, weil da fehlt die Aufklärung. Also vor allem im Dentalbereich ist es noch extrem. Ich habe mitbekommen, dass es erst vor 3 Jahren ein Pamphlet gab an alle ÄrztInnen, ZahnärztInnen, wo drin stand, dass wir nicht mehr ansteckend sind, dass von uns kein Risiko ausgeht. Und das muss man sich mal geben. Irgendwie so vor 3 Jahren gab es das erst. Ja. Und da ist wirklich noch viel, viel Aufklärungsbedarf da. Und es gab eine Studie von der Deutschen Aidshilfe, die 2021 rausgekommen ist, Positive Stimmen 2.0. Da habe ich auch mitgemacht, Okay, siehst du, das war eine Umfrage und da hat sich herausgestellt, dass einfach 70% der HIV-positiven Menschen bereits Diskriminierung im Gesundheitswesen erfahren haben. Da, wo man es am wenigsten erwartet. Das ist für uns ja der Bereich, der eigentlich auch am wichtigsten ist, weil wir erwarten wirklich von den Pflegekräften und von den ÄrztInnen, dass sie da aufgeklärt sind. Und für HIV-Positive ist es nun mal auch super wichtig, einfach auch einen Arzt oder eine Ärztin zu haben, dem man auch vertrauen kann, weil es gibt halt über viele Dinge, die wir reden wollen, über sexuelle Dinge und etc. Und deshalb ist da einfach diese Vertrauensbasis für uns HIV-Positive super, super, super wichtig. Mhm. Absolut. Bastian, von dem Punkt, wo du deine Diagnose bekommen hast, bis heute, ist natürlich bei dir ein langer Weg passiert. Ja? Was hat dazu geführt, dass du heute hier sitzen kannst und sagen kannst, okay, ich rede da so offen drüber. Also was hat dir geholfen und was hast du gebraucht? Ein wichtiger Punkt damals, oder was ich jetzt so auch im Nachhinein bereue, aber ich habe ja die Diagnose bekommen damals mit meinem damaligen Partner, mit meinem Freund. Und er war mir auch eine richtige Stütze. Gleichzeitig war ich auch total, ich hatte so eine Angst natürlich. Wir haben ja die Diagnose quasi gleichzeitig bekommen. Und wenn er das erfährt, wie wird er reagieren? Mhm. Höchstwahrscheinlich, ich habe mich schon ausgemacht, okay, der wird höchstwahrscheinlich weglaufen, mit mir Schluss machen, weil ich wusste auch ganz genau, er ist überhaupt nicht informiert über das ganze Thema mit HIV. Und er war aber dann glücklicherweise eine wichtige Stütze für mich und hat mich dann supportet und wirklich auch emotional mich getragen und hat mir dann auch geholfen sozusagen, mich dann meinem engsten Freundeskreis mich zu öffnen, meine Familie quasi auch zu sagen, dass ich HIV-positiv bin. Das hätte ich so alleine höchstwahrscheinlich erst gar nicht gemacht, weil ich dann doch immer das Ganze mit mir selber mittragen möchte und einfach nicht die anderen in irgendwelche Sorgen bereiten möchte, weil ich einfach auch wusste, okay, meine Eltern sind definitiv auch nicht informiert, meine besten Freundinnen sind definitiv auch nicht informiert. Und immer zu sagen, ich bin HIV-positiv, aber mir geht's gut, ich bin nicht krank, das muss man auch ganz wichtig sagen, ich nehme Medikation, ich sterbe ja auch nicht früher jetzt, wie andere Menschen sozusagen. Und das gab mir dann halt so den Halt,
weiterzumachen und quasi weiter das Ganze aufzubauen mit dem Aktivismus. Blöderweise war mein Freund gleichzeitig auch so, dass er mich diskriminiert hat und quasi mir die ganze Zeit vorgeworfen hat, wie ich überhaupt sowas machen konnte, ungeschützten Sex zu haben mit jemandem. Und ich gebe zu, ich kannte diese Person damals auch gar nicht. Also es war wirklich eine fremde Person. Und es war halt dieses zweischneidige Geschwert, dass halt gleichzeitig hat er mich supportet, gleichzeitig wurde ich dann aber auch immer als so indirekt als Schlampe bezeichnet. Ja. Dafür, dass ich halt sowas gemacht habe. Und es ist halt irgendwie auch scheinheilig, ja? Also ich meine, alle, die Sex haben, wissen, dass beim Sex auch mal was passiert. Oder viele hatten auch mal auch ungeschützten Sex. Ja, also das ist nichts, wofür man irgendwie Leute verurteilen sollte. Und gerade auch so dieses, die Frage der Schuld, ja, ist ja auch gerade da so ein großes Thema. Ja. Ne? Warum sollte jemand Schuld haben, weil er sich eigentlich bei der schönsten Sache der Welt eben infiziert haben. Ja. Ja, also ich glaube, da ist die Schuldfrage eigentlich nichtig. Mhm. Aber wie war das denn für dich, Julia, als deinem Freund damals gegenüber? Würdest du sagen, dass du, dass du das direkt... Wie hast du ihm gegenüber empfunden? Hattest du da irgendwie Gräuel oder? Ja, also schon ein sehr, sehr großes Thema, weil ich ja auch vorab einen Test gemacht habe, der negativ war und es dann halt, also ich wurde damals tatsächlich auch so angeschaut von wegen, warum musst du jetzt einen Test machen, mit wie vielen Männern hast du vorab geschlafen? Was aber ich bin immer halt noch normal ist heutzutage, was ganz, ganz schlimm ist, dass man immer noch verurteilt wird dafür, dass man sich schützen möchte und sich informiert. Also ja. Ist krank, wirklich paranoid. Ja. Ja, also das war ganz schlimm für mich, weil ich habe mich dann auch in so eine Position gedrängt gefühlt, so von wegen, okay, also ich bin halt, muss man auch dazu sagen, eine Arzt und also Ärztinnengängerin. Ich gehe gerne zum Arzt und lasse immer alles abchecken und das war auch in vor dieser Beziehung halt so, bevor ich die eingegangen bin, war der Test negativ und das war natürlich, also es war einfach das Schlimmste, was überhaupt hätte eintreten können und naja, ich war dann erstmal natürlich total verzweifelt und habe gedacht, okay, wir müssen da jetzt einen Umgang mit finden, aber es ist natürlich dann auch super schwierig, dieser Person gegenüberzutreten, ohne irgendwelche Wut oder Gräuel zu empfinden. Und ja, das war ein ganz, ganz langer Prozess. Ich muss auch sagen, ich habe mich dann ja auch getrennt. Nicht nur aus den Gründen heraus, natürlich haben auch andere Sachen mit reingespielt, aber es war natürlich auch schon einfach ein großer Teil in der Beziehung. Und das war dann auch so eine Frage mit der Schuldzuschiebung. Ne? Also das Umfeld von meinem Freund hat dann natürlich auch angefangen irgendwie, ja, vielleicht hat das ja doch von dir und man weiß ja nicht. Und naja, das war dann auch ein ganz großes Problem. Ich habe dann auch sehr viel an mir selbst gezweifelt und mich letztendlich getrennt. Und dann fing das an, dass ich angefangen habe, das zu verarbeiten, weil letztendlich kann ich diese Diagnose ja nicht rückgängig machen. Und ich bin auch ein Mensch, ich möchte ja auch irgendwie, also ich bin eigentlich grundlegend eher fröhlich. Und in der Zeit war ich immer sehr, sehr bedrückt und habe das dann natürlich auch erst mit mir ausgemacht. Und in meiner Therapie habe ich dann angefangen, mich irgendwie da rauszuarbeiten aus dieser Wut und diesem Gräuel und habe mich dann auch nochmal mit meinem damaligen Freund getroffen und dann versucht, da irgendwie eine Ruhe zu finden, die ich dann auch letztendlich gefunden habe. Und ich muss auch sagen, gerade, dass ich jetzt nach außen damit trete, ist für mich eigentlich ehrlich gesagt das Allerbeste überhaupt, weil ich jetzt meine Stimmung und meine Wut zu etwas Positivem ändern konnte. Ja, also das ist ehrlich gesagt so mein Umgang damit. Es war ein langer Prozess, aber danke. Danke. Da komme ich, kriege ich Tränen in den Augen. Ja. Wie ist das für dich mit der Schuldzuweisung? Kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein Prozess bei dir war? Also die Frage stellt sich ja automatisch, ob man das jetzt will oder nicht. Für mich war das so, ich habe damals noch in Mössing gelebt, also bei Tübingen, sehr, sehr ländlich. Ich habe dort damals einen Salon geleitet und hatte Mitarbeiter und hatte dann die Diagnose. Und es war so, dass ich, dann reflektierst du natürlich erstmal und überlegst, wo kann es herkommen. Zu der damaligen Zeit hatte ich noch kein Sexualverhalten, ich hatte drei Männer im Jahr, wir haben auf dem Land gelebt und einer dieser drei Männer hätte es einfach sein können, Punkt.
dreimal nicht aufgepasst, dreimal blöd vertraut, muss man einfach so sagen. Das ist meine eigene Verantwortung gewesen. Aber du kommst irgendwann an den Punkt, ich habe zwei davon angeschrieben, der andere ist weggezogen, wir hatten keinen Kontakt mehr. Die zwei haben es beide verneint, dass es ihnen gut geht. Blieb nur noch die andere Person, die im Ausland ist, die muss es ja auch haben dann. Und dann war für mich so der Punkt, okay, investiere ich jetzt weiterhin Energie darin, dahingehend herauszufinden, wer war es jetzt und will ich Schuldzuweisungen und hin und her. Und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich gesagt habe, nee, das ist eigentlich Schwachsinn, weil die Verantwortung liegt schon bei mir. Ich habe vertraut, ich habe mich nicht geschützt. Der Schutz kann heute aussehen, Kondome, PrEP oder eben TASP. Und damals habe ich das nicht gemacht. Dementsprechend habe ich dann eher gedacht, nee, komm, ich investiere die Energie lieber, so wie du auch, in was anderes. Bei mir ging es ein bisschen schneller und habe dann für mich beschlossen, okay, ich brauche ein anderes Ventil irgendwie und kam dann irgendwann in Richtung Aktivismus. Und die Schuldfrage war dann für mich einfach wirklich hinfällig, weil sie bringt ja letzten Endes nichts. Also entweder ist die Person auch ein armer Tropf und hat es einfach schon und weiß es vielleicht nicht, Arschkarte gezogen, oder sie weiß es und ist unter Therapie, dann hat sie mich aber nicht angesteckt. Also es bringt nichts, da nachzufragen irgendwie. Und da kam ich relativ schnell an diesen Punkt, ja. Um da nochmal Zahl zu nennen, rund 2000 Menschen infizieren sich jährlich mit HIV und ungefähr hochgeschätzt 9500 Menschen mit HIV wissen nichts von ihrer Infektion. Was würdet ihr denn sagen, was ist so das Größte oder das, was euch am stärksten beschäftigt momentan noch gesellschaftlich mit diesem Thema? Wo seht ihr noch so das größte Problem in unserer Gesellschaft? Bastian? Ich würde sagen, die Uninformiertheit. Ja. Einfach von... Aber, ja. Nee, okay. Ja, einfach die fehlende Information, die fehlende Aufklärung und dass sehr viele Menschen einfach in diesem Thema, sie meinen viel zu wissen, aber letzten Endes eigentlich nicht aufgeklärt sind. Ich hatte vor kurzem so ein ganz weirden Moment, wo quasi mein Freund und ich, mein jetziger Partner und ich, wir hatten ein Foto gepostet auf Instagram und dann bekam mein Freund eine Mail von einem Bekannten und in dieser Mail stand dann drinne, dass er doch aufpassen solle, dass er mich quasi dort markiert und taggt, weil zum einen ich halt ja HIV-positiv bin und ich auf Instagram das halt auch aufkläre. Und da wir da in diesem Moment halt auch quasi auf Reisen waren, kam dann dazu halt irgendwie noch so ein Nebensatz, dass man halt auch aufpassen muss, wenn man halt reist, weil zurzeit in anderen Ländern immer noch Menschen mit AIDS in Quarantäne gesteckt werden. Und da war, als wir diese Mail gelesen haben, da waren wir erstmal wirklich sehr geschockt. Und mein erster Gedanke war, ich habe kein AIDS. Ja. Und das zeigt halt auch so ein bisschen diese Unerfahrenheit von manchen Menschen. Und es ist einfach, also dieser Fakt mit Quarantäne ist falsch, gibt es halt nicht. Fakt ist aber, es wurde mal in der Vergangenheit wirklich gemacht, dass Menschen mit AIDS oder HIV-positive Menschen in Quarantäne gesteckt wurden, wirklich. Aber ja, das ist natürlich heute nicht so. Und das ist halt einfach auch, und ich höre halt auch von so vielen Menschen, die dann halt, dass sie mitbekommen, wenn ich halt über dieses Thema rede und sie dann halt so ein bisschen rangreife, dass sie dann auch erst wirklich dazu kommen, sich darüber zu informieren. Und das fehlt halt einfach noch bei so vielen Menschen. Okay. Ahmed? Also ich bin definitiv auch bei dem Punkt Aufklärung. Ich würde sogar noch ein bisschen detailliert sagen, wir brauchen dringend mehr Aufklärung, gerade in den Schulen. Mhm. Also ich meine, es ist einfach so, wenn wir jetzt mal sagen, die Teenies, sie vögeln eh. Das heißt, sie brauchen Werkzeuge an die Hand, wie sie sich schützen können. Und das ist zum einen eben die Aufklärung, generell psychische Aufklärung. Was kann das mit einem machen, wenn ich in diese Welt hinausgehe? Aber auch eben die sexuelle Aufklärung. Was kann ich für sexuell übertragbare Krankheiten kriegen? Wie kann ich mich schützen? Es gibt so vieles, was tatsächlich die Teenies nicht wissen, was bis ins hohe Erwachsenenalter wirklich geht. Und ich glaube, das ist so die Zukunft. Dort müssen wir wirklich ansetzen, Aufklärungsarbeit massiver zu betreiben. Wichtig ist es natürlich auch Aktivismus von Role Models, wie wir es jetzt hier einfach haben, wirklich Diversität, Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Herkunft
unterschiedlicher Sexualitäten und Geschlechter, die einfach sagen, ja, hey, ich stehe auf, ich bin HIV-positiv und es ist überhaupt gar kein Thema mehr. Das ist zum Beispiel auch so, wie ich Aktivismus in meinem normalen Privatleben betreibe. Ich komme nicht mit einem T-Shirt her und sage, ich bin HIV-positiv, sondern ich lasse das ganz nebenbei in so einen Nebensatz einfließen und die Leute verschlucken sich dann manchmal und sagen so, was, du bist was? Und dann kommen wir ins Gespräch, weil für mich ist es kein Faktor, der mich definiert. Das spielt für mich eigentlich keine Rolle mehr. Wir haben vorher darüber geredet, ich nehme eine Pille am Tag und ich habe keine Berührungspunkte mehr sonst mit dem Thema, außer wenn ich aktivistisch unterwegs bin. Und warum soll ich dann da so eine riesige Bubble draus machen in einem Gespräch, sondern ich lasse es einlaufen und dann kommen wir oft ins Gespräch, entweder sind sie schon aufgeklärt oder sie sind es nicht und checken dann, okay, es spielt keine Rolle. Und da habe ich halt wirklich gemerkt, dass es immer noch super viele Halbwahrheiten gibt, weswegen es so wichtig ist, dass gerade Julia aus dem heteronormativen Bereich auch sich öffentlich mehr oder weniger outet oder das mehr tun, weil gerade dort die Aufklärung essentiell immer noch ist. Also wenn du 10 heterosexuelle Menschen fragst, wie du dich schützt vor HIV, dann ist die Antwort von 8 Leuten, ich nehme die Pille. Ja. Und das ist halt wirklich massiv bedenklich, weil ich denke immer, und ich wurde auch gefragt, so ja, ich habe, also HIV ist ja kein Thema, was mich betrifft. Und dann sage ich immer, naja, was ist denn deine Gesundheit? Ja, das ist mein Thema. Nicht so, aber dann ist HIV auch dein Thema, also musst du dich auch schützen. Und ich glaube, zum einen die Aufklärung früh genug und zum anderen, wir brauchen ein anderes Gesundheitssystem, was für mich ein Krankensystem ist, weil wir immer nur zum Arzt gehen, wenn wir krank sind. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Aufklärung auch bei den Ärzten ist. Das heißt, dass Frauen oder Männer besser sich testen lassen können. Eine Frau geht zur Frauenärztin und sagt, sie will einen Test machen. Und die Frauenärztin versucht ihr das auszureden. Warum haben sie denn irgendwelche... Und das ist bescheuert. Wenn ich als Mensch mich sicherheitstechnisch testen lassen möchte, dann sollte das mein gutes Recht sein. Und ich sollte nicht überredet werden, es nicht zu machen. Nur wegen der Kasse oder was auch immer. Und ich finde, da müssen wir auch ansetzen. Also wirklich Aufklärung und im Gesundheitssystem wirklich, ja. Ja, das wollte ich auch noch sagen, weil bei mir hat das ewig gedauert tatsächlich. Also bei mir war es jetzt ja eher durch die DKMS-Spende, dass es bei mir entdeckt wurde. Und ich war tatsächlich vorab sehr, sehr krank. Ich hatte 1000 Sachen und keiner der ÄrztInnen ist mal auf die Idee gekommen, mich auf HIV zu testen. Ich auch nicht, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, da ist auch noch ein ganz, ganz großes Aufklärungspotenzial. Und ich möchte noch mal sagen, weil ich auch jetzt aus dem heteronormativen Bereich komme, ich wollte nur sagen, Verhütung ist keine Frauensache. Also ich finde irgendwie, das ist, ich glaube, das ist immer noch ein großes Problem, dass Männer dann auch sagen, ja, aber mich stört jetzt das Kondom oder, oh nee, das macht mich halt unglaublich wütend. Und ich glaube, da herrscht noch ganz, ganz viel Aufklärungspotenzial. Ja, also das ist so das, was ich dazu auch noch ergänzen wollte. Ja. Jetzt, gucken uns ja nicht nur die Menschen hier zu, sondern später werden uns auch Menschen im Internet zugucken und werden hoffentlich ein bisschen besser informiert sein und sicherlich etwas informierter sein. Es werden aber vielleicht auch Menschen zugucken, die HIV-positiv sind und vielleicht eben noch nicht so selbstbewusst und offen, wie ihr hier auf einer Bühne sitzen können, weil sie eben noch sehr versteckt leben oder sich eben nicht öffnen können. Was würdet ihr den Menschen denn raten? Oder was würdet ihr den Menschen denn sagen? Könnt ihr denen was auf den Weg geben? Also ich würde definitiv sagen, nehmt eure Zeit, die Zeit, die ihr wirklich für euch benötigt. Nicht jeder muss in der Öffentlichkeit stehen und sagen, hey, hier bin ich, ich bin einfach positiv. Weil man darf auch nicht vergessen, jeder Mensch muss seine eigene Lebensrealität immer ein bisschen reflektieren. Menschen kommen aus Bereichen, wo es eh schon schwierig ist, was Diskriminierung angeht. Gerade und dann vielleicht noch mit HIV vielleicht noch mehr Diskriminierung erfahren. Aber generell ist es wirklich so, nehmt da einfach eure Zeit, wirklich, kommt mit dem Fakt alleine klar und dann fangt in kleinen Schritten an, wenn ihr das Bedürfnis habt, was zu tun. Wenn ihr in eurem Rahmen weniger machen wollt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Es muss nicht. Also es gibt ja Leute, die immer mehr aufstehen und laut werden, Gott sei Dank, weil die Masse immer größer wird und das Thema einfach normaler wird und weniger problematisch. Und dementsprechend, aber jeder muss da für sich wirklich so die Zeit nehmen. Und die sind ja nicht alleine und das ist ja heute wirklich... Eigentlich, ich meine, ich rede da drüber und grinse hier, also es ist wirklich heute so gar kein Thema eigentlich mehr. Wichtig ist eben, dass man sich im Vorfeld schützt oder auch durch Therapie dann einfach. Das sind so die wichtigen Punkte, ja. Und kann ich auch nur vollkommen zustimmen. Was ich noch sagen würde, vor allen Dingen an die Menschen, die auch eine, ich sag mal, frische HIV-Diagnose bekommen, versucht das wirklich nicht unbedingt alles auf eigene Faust zu verarbeiten. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich habe das ja auch so ziemlich alleine versucht zu verarbeiten mit meinem damaligen Partner. Und das kann ich einfach nicht empfehlen, sondern sucht euch auch wirklich, denn Gruppen,
Es gibt auch das Buddy-System, ja, wo man dann halt auch sich mit Buddies in Kontakt setzen kann, die halt einfach auch HIV-positiv sind. Und mit denen kann man sich dann halt austauschen. Also sucht euch wirklich oder halt auch in den Aids-Hilfen. Selbsthilfegruppen, Aids-Hilfen. Selbsthilfegruppen, wirklich. Sucht euch da Ansprechpartner, versucht das nicht auf eigene Faust zu verarbeiten. Das kann ich wirklich nur wärmstens jedem ans Herz legen. Ich glaube, ich kann dem ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich würde auch sagen, Zeit nehmen und das alles für sich so verarbeiten und sacken lassen und den Austausch suchen. Ich glaube, das hilft in jeglicher Hinsicht. Information halt. Je mehr du weißt, je selbstbewusster wirst du wirklich mit dem Fakt. Ich glaube, das ist halt das. Und das geht halt echt über den Austausch auch wirklich. Ja. Okay, wir kommen zum Ende mit unserem Talk. So schnell ist die Zeit vergangen. Ja. Gibt es noch etwas, was ihr zum Schluss loswerden möchtet? An die Gesellschaft, ein Appell oder etwas, was vielleicht auch noch zu kurz gekommen ist, was noch nicht thematisiert wurde, was euch wichtig ist? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Also ich würde nur sagen, darf ich? Ja, bitte, bitte. Also ich würde nur sagen, eigentlich an die HIV-Negativen, wenn sich eine Person euch öffnet, dass sie halt HIV-positiv ist, dass ihr das auch wirklich, also ihr müsst verstehen, dass wir euch damit irgendwie keine Angst machen wollen oder Ähnliches, sondern wir erzählen euch dadurch etwas, das so unglaublich intim ist für uns und das für uns halt auch einfach so unglaublich schwierig ist, diese Hürde zu überwinden, einfach das jemandem mitzuteilen, dass ihr das halt auch wirklich gerne, also dass ihr das wirklich wertschätzt und diese Person dann auch wirklich so gut es geht unterstützt. Und um nochmal zu diesem Beispiel einfach zurückzukommen, zum Beispiel mit dieser E-Mail und diesem Ratschlag, dass man mich irgendwie rausnehmen soll, ne, versucht auch diese Art zu vermeiden irgendwie. Ich finde toll, dass du quasi sagst, dass du HIV-positiv bist, aber du solltest denn doch eher lieber nicht demjenigen sagen oder dem sagen. Also das ist eigentlich auch so ein Thema allgemein für uns LGBT, ne? Wenn sich jemand quasi outet als schwul oder als lesbisch, trans, bi, ne, etc., zu sagen, schön, dass du es sagst, aber sag das lieber nicht dem oder demjenigen. Das ist halt wirklich etwas, wovon ich einfach möchte, dass wir uns, glaube ich, auch trennen. Und dann wirklich diese Person, egal ob HIV-positiv, gay, etc., einfach supportet. Und wenn es auch darum geht, dass diese Person sich jemand anderen öffnen möchte, dass ihr da so gut es geht einfach denjenigen unterstützt und dabei seid. Ja. Danke dir. Ria? Ich würde einfach sagen, ich finde es total toll, dass irgendwie dass alle Sex haben und bitte auch weiterhin Sex haben, aber nehmt das Angebot wahr, dass ihr euch testen lassen könnt und ja, achtet einfach auf eure eigene Gesundheit. Ich meine, ihr habt nur dieses eine Leben und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man das wertschätzt. Also ich glaube, mehr möchte ich da gar nichts zu sagen. Ja. Voll richtig. Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe alles gesagt. Sehr schön. Ich habe auch alles gesagt. Das war super. Sehr schön. Ja. Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Offenheit. Danke euch. Für dieses Gespräch. Und ich danke euch fürs Kommen, fürs Zuhören und den im Internet, vor dem Internet, danke fürs Einschalten. Das war Flocati Beach. Macht's gut. Tschüss.